Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns Jump Broke an. Wir fahren in die Türkei. Ich küsse eure Herzen. Super Vlogs, die der in letzter Zeit macht. Folgt mir gerne auf Twitch. Erster Link im Bio. Wir gucken uns alles an. Ich küsse eure Herzen jeden Tag live. Günaydın. Günaydın abi! Auch kurzer Leak an der Stelle. Ich bin halb Türke. Also sen Türkmisin. Evet abi. Ne yapıyorsun abi? Neredesin abi? Gelsin. Ha. Evde mi abi? Evde mi? Streaming abi. Ne yapıyorsun oğlum? Neredesin abi? YouTube. YouTube var mı abi? Sen gel misin Twitch abi? Ne yapıyorsun Meymun? Kafanı sikeyim abi. Ben yapma demiş. Orada şekim. Sek. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi oğlum. Ben iyiyim. Allah'a şükür. Kiraz tarlasına mı gittin? Aynen. Danke nochmal, Nara und an die Cindaui-Boy. Leute, was geht? Ihr habt den Titel schon gelesen. Wir fahren in die Türkei. Steht das im Titel oder haben wir uns einen anderen Clickbait-Titel ausgedacht? Weiß ich noch nicht. Opa, wie geht's? Elhamdülillah, şükür. Das ist eine rohe Sucuk. Digga. Börek. Bruder, alte Leute sind so süß, valla. Yemesi gerek. Yemesi gerek. Bak, börek yemesi gerek. Masaya koy ya. Alte Leute tragen so viel Probleme mit sich, gesundheitliche Probleme. Die haben Schmerzen, die haben immer Kopfschmerzen, Sorgen, was auch immer, Bruder, gell? Und die strahlen immer so eine positive Ausstrahlung aus. Weißt du, die strahlen immer so positive Vibes aus, Cousin. Die lachen immer, wenn sie mit dir reden. Die haben immer ein Lächeln auf ihr Gesicht. Obwohl bei denen, die haben, Bruder, die sind alt, Cousin. Die haben vielleicht Nierenprobleme, Organ, irgend Herzprobleme, Rückenprobleme, was auch immer, weil sie 40 Jahre lang gearbeitet haben, 50 Jahre lang gearbeitet haben. Aber trotzdem sind sie immer positiv. Das ist richtig, richtig krass an alten Leuten, Digga. Yardım mı için? He, koyayım mı? Allah yolunuzu açık etsin yavrum. Amin. Kazasız belasız gidip gelmek nasip eylesin. Kurz Geschichte zu diesem Auto. Dieses Auto habe ich seit 4 Jahren und es ist abbezahlt, deswegen nehme ich es mit in die Türkei. Es war noch nie so sauber. Was darf auf einer Reise nach Türkei nicht fehlen? Poča? Und wir haben Sarma dabei, 3 Kilo. Weißt du, was ich am Sarma am meisten liebe? Was denn? Wenn diese Blätter so in deinen Zähnen drin bleiben. Die sind neu. An die Autofreaks. Was sagst du zu den Felgen und Reifen? Gefällt euch? Irgendwas muss ich ja im Vlog zeigen. Das ist jetzt kein üblicher Vlog. Wir fahren mit dem Auto, Mann. Können wir nicht einfach fliegen? Edeka. Billion-Lebensmittel. Was sehr wichtig für unsere Reise ist, ist eine Gurke. Bruder, geschenkt. Boah, Digga. Ich hab fast gedacht, der hat was von mir geleakt, Alter. Tschüss, Bruder, ich heiße Jojo. Wir sind gerade im Urlaub. Ach so, und woher kommen die? Wir kommen aus Ägypten. Also, wir wohnen in Ägypten seit. Ägypten? Ja. So weit her? Ja. Weia. So hast du ja bei Ägypten gesagt. Weia. Mir ist nichts eingefallen in diesem Augenblick. Boah, Bruder, ich hab die letztens geholt, die sind unbequem. Ja, nee, ich würde nicht empfehlen. Ich fand die nicht schlecht eigentlich. Vielleicht kochen wir unterwegs ein Kälbchen. Warum lacht der? Endlich sind wir wieder zu viert unterwegs. Danke nochmal an Herrn Nader Jindawi für das Trikot und für die Unterschrift. Was ein Ehrenmensch, aua. Unser erster Tank für diese. Bruder, immer. Danke nochmal an Herrn Nader Jindawi für das Trikot und für die Unterschrift. Was ein immer, Ehrenmensch, wenn ich das hole. Aua. Unser erster. Meine Freunde sagen zu mir, Digga, was machst du da? Digga, gib doch nicht 2 Euro für den Orangensaft aus. Aber Cousin, ihr müsst eine Sache verstehen. Wenn man sich das holt, an alle, die das für sich vielleicht auch holen. Erstens, das ist todeslecker. Zweitens, das ist todesgesund. Und besser, anstatt ich mir eine Eistee kaufe für 2 Euro, Bruder, dann hole ich mir lieber so einen Orangensaft für 2 Euro, weil es todesgesund ist. Drittens, ich fühle mich danach einfach besser. Ich weiß nicht warum, ob es dieser psychologische Aspekt ist oder sonst was. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr zum Beispiel einen Ingwer-Shot trinkt, der schmeckt wie Huren, aber weil ihr trinkt den, ihr fühlt euch einfach gesünder. Ihr fühlt euch einfach so in euer Mindset, ihr seid einfach gesünder, Digga. Ich weiß nicht warum, aber ich hab das auf jeden Fall so. Ja. Erster Tank für diese Fahrt. Aua. Er ist für einen teuren. Es gibt viele verschiedene Säfte von denen. War Spaß für dich, John. Mila Time. Und Nader ist dabei. Wir fahren jetzt in der Türkei und werden ein bisschen relaxen. Weia. €88 für den ersten Volltank. Aua. Wir starten in Berlin. Was ist das nächste Land, was jetzt kommt? Tschechien. Ich mach den Anfang. Okay, na zdrowie. Ist Russland, oder? Okay, wie machen wir das? Walla, ich wünschte, ich könnte so eine Autotour machen. Ich wünschte, Walla, aber ich habe keinen Führerschein. Nein, es wird eh nicht gehen. Wegen meiner Tochter, Cousin, es wird eh nicht gehen. Meine Tochter fährt 20 Minuten Auto und ist immer 50-50. Entweder schläft sie ein
Du hast die angenehmste Fahrt der Welt. Oder sie entscheidet sich um und zickt nur noch. Dann ist... Was jetzt? Was gehen wir zu den Navi ein? Oder Nusret, oder? Okay. Warte, ich will's Nusret. Warum hast du eigentlich nie gemacht? Früher hatte ich kein Geld gehabt. Und jetzt bin ich zu faul. Fuck, ich will zu Nusret, um ohne nach Hause zu fahren, Wallah. Nein. Wie lange? Rote starten. Allahu Akbar. Was denkt ihr, wie lange dauert er bis Türkei? Ich sage 22 Stunden. Dann erreicht er die Türkei. Dann erreicht er die Grenze, Jani. Nicht in die Stadt, wo er hingeht, sondern die Grenze. 23 Stunden wollen wir das wirklich so machen, Jungs. 23 Stunden Fahrt für Nusret, das ist wert, Digga. Safe. Doch, das wird geil. Eine Stunde später. Hey, Jungs, will jemand anderer fahren? Hier ist Erzimöbel. Den Laden gibt es seit 18 Jahren in Berlin. Er war früher ganz klein. Okay, komm. Für die Non-Subs, gell? Ich werde jetzt Navi eingeben, wie viel ich von meiner Haustür bis in die Türkei brauche. Okay? Und wer von euch zuerst errät oder wer am nächsten dran ist, dem schenke ich einen Sub. So. Also S, Y, D, Y, C, Y hat geschrieben 23 Stunden 41 und es sind genau 23 Stunden 42. Von meiner Haustür bis nach Istanbul. Wala GG, Bruder, sei dir gegönnt. Sei dir gegönnt, Bruder. Was war's denn, Jungs? Wir sind 7 Minuten unterwegs, der erste Stau. Ab nach Hause, Wala. Scheiß mal auf Nusse. Oh Mann, ey! Warum nicht in 2 Stunden? Warum jetzt? Hey, Jungs, habt ihr da hinten beide schön Platz? Jetzt kommen ein paar Lieder, die man immer auf der Türkei-Fahrt hört. Viel Spaß damit. Karadir ein Gidikir. Belki hiç gelmez. Hört ihr so Lieder privat? Oder wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr seid Albaner oder Jugos oder Araber. Kennt ihr diese alten Lieder, Bruder? Walla, wisst ihr, wie ich die hasse? Ich hasse diese. Bruder, meine Mutter hat meine Kindheit damals zerstört. Ich wollte immer Benjamin Blümchen hören. Immer Um Kalthum oder wie die heißt, Cousin. Die ist seit 600 Jahren tot. Walla, immer laufen ihre Lieder, Digga. Ich kann diese Lieder nicht mehr hören, Digga. Walla, billa, ich... Dağlarda, avunurda, derdimi bilmez. Und das Problem ist, Walla, seid ehrlich, alle alten Lieder hören sich alle gleich an, Bruder. Es hört sich alles gleich an, Cousin. Ob du Türkisch nimmst oder Arabisch nimmst oder Jugo nimmst, es hört sich gleich an. Natürlich! Ich kann dir 100 Lieder zeigen, die sich so anhören. Du Lambo-Dildo. Ich feier das null. Diese Lieder aus 60ern und so, Bruder, bitte. Ja, das Auto riecht einfach nach Baum. Schmecken mies geil, Bruder. Ja, normal hat doch deine Mutter gemacht. Alle Möse, du Mann. Ich bin doch erst hier 2 Stunden unterwegs, Mann. Ja, ich vermisse sie immer. Ich bin die Muttersöhnchen. Schön Reis mit Öl. Erst die Nase, dann du, Bruder. Endlich fahren wir mal zu viert nach Türkei, Alter. Wir haben Deutschland verlassen und sind jetzt in Tschechien. Hab keinen Bock mehr zu fahren. Es ist viel geiler mit Auto zu fahren als zu fliegen, Bro. So hast du so Türkei-Feeling einfach. Ja, ne? Das ist so eine Mission, die erreicht werden muss. Weißt du, ja. Meine? Wo ist der nächste Flughafen? Alter, was für fahren, Bruder? Was haben wir uns da vorgenommen? Du warst für dich weniger. Aua. Weia. Boah, wie schön ist aber Tschechien, Bruder. Sie sieht gut aus, sie ist Legende. Digga, was passiert? Deine sehr intelligente. Was passiert dir? Heute ganze Nacht im Studio, keine Angst, ich mach's. Okay, mal gucken, wie das hier schmeckt. Nee, egal. Aua. Kurzes Update. Wir sind immer noch in Tschechien und haben noch 18 Stunden Fahrt vor uns. Ich hätte aber auch ein bisschen Paranoia, sag ich dir ehrlich. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, gerade so, du fährst ja auch durch so ein bisschen komische Länder. Wala, ich habe schon Stories gehört von meinen türkischen Freunden.
dass du da den einen oder anderen Euro bezahlen musstest, Cousin. So. Und dass du immer auf dein Auto aufpassen musst und dass du nichts Wertvolles da drinnen liegen lassen darfst. Oder immer einer muss aufpassen. Es ist halt so, Cousin, voilà. Wo wir nach Tunesien gefahren sind, also mit dem Auto, du musst nach Italien fahren und so. Also durch Italien und dann irgendwo an so ein Ding. Waren auch schon ein oder andere Male so ein bisschen Stories, voilà. Und Dreys, ich weiß nicht, ob ich euch einmal erzählt habe, gell? Wir waren einmal zu spät, das ist eine lustige Story. Wir waren einmal zu spät und mein Vater hat Gas gegeben, Bruder, das war richtig, richtig letzte Drücker. Und ich musste richtig kacken, richtig, und ich habe geweint im Auto. Ich habe meinem Vater gesagt, bitte, ich muss kacken. Und er hat gesagt, nein! Und ich sage, ich muss kacken! Und er sagt, nein, du darfst nicht und so, wir müssen uns beeilen und so. Und meine Mutter sitzt hinten. Und Wallabila, ich erinnere mich noch dran, weil ich oft das mit meiner Mutter auch darüber geredet habe. Dann hat meine Mutter sich für mich eingesetzt und hat gesagt, lass den Jungen kacken und so, der kackt in seine Hose und so, gell? Und Wallabila, mein Vater wollte mich nicht aussteigen lassen. Ich habe in eine Tüte gekackt. Ich saß hinten neben meiner Mutter und meinen Schwestern und habe dann in eine Tüte gekackt. Und meine Mutter hat sie dann so aufs Fenster geschmissen. Wallah. Voilà. Ja. Doch, Bruder. Ich schwöre auf alles. Ich habe eine Tüte gekackt. Ich war so 10 Jahre oder 9 Jahre oder so. Ich habe so eine Tüte gekackt und dann haben die das so aufs Fenster geschmissen. Wallah, ganz entspannt. Ich fühle mich gerade wie ein Familienvater. Ich bin 400 Kilometer gefahren und ich fühle mich gut. Ich fühle mich frei. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Versuchen uns mal hier stillschweigend zum Kacken. Musi. Fahrerwechsel. Ich gebe euch die Garantie, dass wir in 4 Stunden da sind. Ah, John befehlt. Hey, let's go. Sterben jung, meine Welt ist dunkel. Guck am Horizont, siehst du selten Sterne funkeln. Ey, wo sind wir? Slovensko. Slovensko. Wir haben Tschechien überlebt, John. Bonjour. Ja, Gründe. Ja, Gründe. Durch was für Länder fährt man, wenn man in die Türkei fährt? Durch Tschechien? Durch Slowenien, durch Bulgarien und dann ist man in der Türkei. Mantola, vielen, vielen, vielen Dank für den Verschenken. Ich küsse dein Auge. Durch Griechenland auch? Ach du Scheiße, Walla, das ist viel. Walla, das ist mehr als ich dachte. Weia. Noch 15 Stunden und genau 1500 Kilometer. Dann sind wir bei Onkel Nussnuss. Onkel Nassnass. Sotsot. Walla, welcher Mensch fährt 22 Stunden nur ein Stück Fleisch zu essen? Na, ich. Ey, haben wir John seine Karte? Wir haben sie, Dicker. Aber sind die jetzt wirklich nur nach Türkei gefahren, um bei Nusret zu essen? Es gibt einen aus, Jungs. Hat jemand Burak am Pissen bestellt? Im Jedowel-Trikot, wohl gemerkt. Was auch unterschrieben wurde von Hedjendowi. Na, ich muss ein bisschen meinen. Wir haben noch 30 Stunden vor uns. Aber die fahren noch nicht durch, oder? Das kriegen die doch niemals hin, Cousin. Ich hätte viel zu viel Paranoia. Ich hätte mir direkt Hotel genommen. Ich halte die Stallung, Jungs. Keine Sorge. Wir sind an der Grenze zu Serbien. Es geht. Es ist jetzt nicht so viel los, ne? Wir haben ein bisschen mehr Gericht, aber ist okay. Es geht, Bruder. Es geht. Oh. Ist das Herz für mich? 1 Euro? 1 Euro, bitte. Nein, Kriminalpolizei, einmal die Ausweise, bitte. Wir sind verhaftet, Arschloch. Wir sind an der Grenze zwischen Serbien und Bulgarien angekommen. Hier ist ein bisschen Schlange. Ach, wer hieß Rede, guck du bei der Dollar. Ich will zu Nusret! Los jetzt! Bitte. Allah Bila, ich küsse eure bulgarischen Herzen. Bulgarischen Herzen. Geht's dir nicht gut? Nee, ich kack mich ein. Ah, Bruder, mit Kampf und so. Auf welche willst du? Ey, das ist eine Fliegenparty, ich kann da nicht rein. Du schaffst das schon. Ey, kannst du seine Hand halten? Ja, dabei? Nee, Digga, ich geh da nicht rein. Guck mal die Fliegen an. Kack dabei, dabei. Lieber kack ich auf dem Boden. Ey, wir sind gleich. Bruder, geh mal kacken. Bruder, geh mal bald kacken oder so. Fliegenparty, so eine Fliegenparty. Warte, vielleicht kack gleich ins Auto. Kacke, ey. Ich hab miese Magenschmerzen, Digga. Ich kack einfach mal in den Kofferraum rein, okay? Ein bisschen Ruhe. Er kackt sich gerade ein. Ihr werdet ein Foto machen. Kommt sein Gesicht an. Alter sagt gerade, kannst du meinen Vater grüßen? Er sagt, Bruder, ich kann mir gerade in die Hosen. Muss den Vater grüßen. Wohin soll's denn gehen? Nusret. Wallah, Can, Tüte, Cousin. Sag dir ehrlich. Etiler.
Tut mir leid, Burak. Ich sehe keine passenden Kontakte. Das war's denn mit dem Goldsteak? Wir sind da. Wir haben es geschafft. Kapukule ist vor uns. Niemals. Das ist die Jamrock. Das ist die schönste Frage, die ich habe. Ehrlich, ich schwöre, ich werde heulen, Digga. Jamrock. Ist das Video? Ja. Was sagst du zu Effendim Bay in Hannover? Bruder, ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Darf ich meinen Freund eben grüßen? Der ist dein größter Fan, er hat deinen Suchttee probiert. Ehrenmann, Digga. Nein, er hat seinen Suchttee probiert, krank. Suchttee probiert? Ja. Die Mädchen, ihr habt Gänsehaut, weil ihr an der Tür seid, so zur Türkei, und dann kommt einer mit Jubeltrikot. Ah, Kaffee, Baba Kaffee, Cousin. Boah. Halal Kaffee auf jeden Fall. Und macht euch das kaputt. Wir sind offiziell auf türkischem Boden. Ich hab die Grenzen noch nie so leer gesehen. Das, Jungs, war ein schöner Trip. Und wir sind noch nicht am Ziel angelangt. Auf zu Nusret, Alter. Auf zu Onkel Nusret. Wir sind endlich da. Was machen wir? Das ist der Bruder von Nusret, meine Damen und Herren. Ich hab's gern. Ein schöner Mann. Hoppa. Saftig. Juicy, juice, juice. Wir haben es geschafft. Wir fahren einfach mit unser Auto in unsere Wohnung. Aiwa. 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 Weia. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, der mich für dieses Jahr auf die 900.000 Omeletten erreicht. Ich mag keine Faxen. Und wir machen für euch noch ein kleines Gewinnspiel. Hier ist mein Trikot, Burak. Ja. Das gehört Hernade Jindori. Er hat uns geschenkt. Mit einer Unterschrift. Persönlich von ihm. Kommentiert einfach unter diesem Video mit eurem YouTube-Account Aiwa. Schickt mir einen Screenshot davon auf Instagram. Mit etwas Glück kannst du dieses Trikot gewinnen. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 12 Uhr wieder. Meinte ich ganz gewinnen? Ich würde es versuchen, Digga, sage ich euch ehrlich. So, nice Video von Can.